Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit dir so ein bisschen über Peelings sprechen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Warum mache ich dieses Video? Hat verschiedene Gründe. Zum einen, weil ich tatsächlich auch mit meinen Freundinnen so ab und an mal auch darüber gesprochen habe, was Peelings angeht und die halt genauso wie ich damals das Gesicht verzogen haben, wenn ich denen erzählt habe, dass ich irgendwelche Säuren in mein Gesicht hineinlasse, drauflasse. Wobei hineinlassen da tatsächlich auch gar nicht mal so verkehrt formuliert ist, um es mal so zu sagen. Außerdem ist es so, dass dieses Video natürlich in Zusammenarbeit mit Dalton entsteht, denn ich befinde mich aktuell auf einem kleinen, aber sehr, sehr feinen Event mit Dalton und wundervollen Mädels. Also das wird richtig cool. Schaut doch auf jeden Fall bei den Mädels vorbei, die ich euch mal in der Infobox verlinke. Kommt bei mir auf Instagram vorbei. Ich habe mich umbenannt. Ich heiße Claudis Welt unterstrich. Da nehme ich euch nämlich ein bisschen mit, aber ich werde natürlich auch ein bisschen vloggen, dass ihr das dann auch hier nochmal so komprimiert zusammengefasst bekommt. Und ja, also ich freue mich richtig drauf. Es ist jetzt gerade ein paar Tage vor dem Event. Ich bin super aufgeregt, freue mich aber schon seit Monaten drauf und tausche auch gerade in diesem Moment Sprachnachrichten mit der lieben Melli aus. Ja, genau. Und weil ich auf dem Event bin, es hat einen Grund, weswegen das Event überhaupt stattfindet. Und zwar hat Dalton neue Produkte auf den Markt gebracht. Das ist ein AHA, ein BHA und ein PHA. Peeling, was ich euch natürlich im Rahmen dieses Videos vorstellen werde. Und ich werde auch euch einen Gutscheincode mit an die Hand geben können. Und zwar 25% Rabatt auf das komplette Sortiment vom 8.10. bis zum 16.10. Also es wäre Zeit, jetzt schon Weihnachtsgeschenke zu shoppen, Leute. Hero Claudi nennt sich das. Ja, ich bin eine Heldin. Voll krass, oder? Damit könnt ihr 25% sparen. Ist ein Affiliate-Rabattcode, das heißt, ich verdiene daran eine kleine Provision. Aber schaut euch da super gerne einfach mal um. Entweder wisst ihr schon, welche Produkte ihr so richtig feiert und könnt dementsprechend euch für eine entsprechende Produktlinie entscheiden. Oder ihr schaut einfach mal beim Produktfinder vorbei. Da gibt es einen Fragebogen, den man ausfüllen kann, der dann auch wirklich von kompetenten Fachleuten ausgewertet wird. Und daraufhin könnt ihr euch zum Beispiel für 5 Euro irgendwie ein Probenset bestellen, ne? Ja, aber die 25%, das ist richtig krass, ne? Dass man da einfach nochmal so richtig schön in dieser ziemlich verrückten Zeit ein Viertel vom Preis sparen kann. Läuft, Leute, gönnt euch hart. Das müsste Melli sein. Und weil tatsächlich ich so geflasht bin und mich so darüber freue, dass Dalton halt mich auf dieses Event wieder eingeladen hat und ich einfach euch so genial finde, weil ihr auch das mit dem Adventskalender und so, ihr habt das so hart gefeiert und ihr supportet mich. Ohne euch würde es ja auch diese ganze Geschichte hier, Claudis Welt, nicht geben. Gibt es auch in diesem Video wieder was zu gewinnen. Ich verlose ein wunderschönes, selbst zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne mal vorbei. Das nenne ich jetzt mal ein langes Intro, oder? Aber ich habe ja Timestamps drin, da habe ich euch auch immer. Ich bin ja so ein richtig organisierter Mensch, sagt man ja, ne? Habe ich euch das Ganze mal so ein bisschen aufgeteilt in Timestamps, dass ihr dann weiterhüpfen könnt, falls gerade ein entsprechendes Thema für euch nicht ganz so aktuell sein sollte. Also, die Frage dieses Videos ist, welches Peeling passt zu mir? Ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, als ich mit Denise das erste Mal Kontakt hatte. Das müsste jetzt ja auch vor 2 Jahren ungefähr gewesen sein, als sie mich gesucht und gefunden hat und sie dann mir Dalton nahegebracht hat. Da hat sie dann auch irgendwas von Säurepeelings erzählt, von Enzympeelings und ich so, wow, pass auf, Mädel. Ich habe eine super sensible Haut. Wenn da Säure drauf kommt und mir mein halbes Gesicht abfällt, dann bist du schuld, ne? Ja, dann musste sie auch lachen und sagte zu mir, ja, es gibt solche und solche, ne? Hat mich da auch schon ein bisschen aufgeklärt. Und Denise hat mich rangeführt an diese ganze Geschichte. Und ich muss sagen, dass die Benutzung von Peelings, also von Enzym und von chemischen Peelings, mein Hautbild definitiv verbessert hat. Und deswegen bin ich ihr auch tatsächlich bis heute sehr, sehr dankbar dafür. Klar, zum aktuellen Zeitpunkt bin ich geschminkt, zum einen das. Ihr seht mich aber oft genug ungeschminkt, sowohl auf YouTube als auch auf Instagram. Und da seht ihr auch, dass meine Haut wirklich perfekt aktuell ist. Also ich klopfe auf Holz, ne? Hat viel mit der Schwangerschaft zu tun, hat aber auch super viel mit der Hautpflege zu tun. Ich bin einfach extrem dankbar dafür, dass ich einen so kompetenten
Kooperationspartner an die Hand bekommen habe, durch Zufälle, die das Leben so schrieb, sodass ich jedes Mal, wenn ich ein Hauptproblem habe, direkt weiß, mit wem ich sprechen muss. Und da ist dann in dem Sinne zum Beispiel die liebe Vanessa für zuständig, mit der ich mich da austauschen kann, die mir genau sagen kann, Claudi, du bist schwanger, dann darfst du die und die Produkte oder die und die Inhaltsstoffe jetzt nicht verwenden, auch in der Stillzeit, ne? Und da bin ich einfach dankbar. Du merkst einfach, dass es Fachleute sind, hammermäßig. Und deswegen mache ich auch von Herzen gerne dieses Video. Um überhaupt herauszufinden, welches Peeling so zu einem passt, sollte man sich zuallererst im Klaren sein, darüber sein, welche Arten von Peelings es gibt. Da gibt es drei verschiedene. Das ist zum einen das mechanische Peeling. Da hat Dalton im Sortiment zum Beispiel hier von Comfort Clean das Smooth Refining zarte Gesichtspeeling. Also da haben wir auch ganz leichte mechanische Peelingpartikel drin. Das ist normalerweise in einem Tiegel. Und das rubbelt halt so richtig über die Haut. Und durch das Rubbeln, durch die Peeling-Partikel, die hier drin enthalten sind, werden abgestorbene Hautzellen halt abgetragen. Ne? Das ist halt wirklich ein physisches Peeling, dass du halt wirklich durch die Reibung, durch das Rubbeln, das ganze Kram entsprechend runternimmst. Probleme, die halt bei solchen Peelings entstehen können, ist natürlich, dass man zu doll rubbelt oder dass man ein falscher Hauttyp für so ein Peeling ist. Denn diese Peelings sind eigentlich eher geeignet für unempfindliche Hauttypen. Da zähle ich überhaupt nicht für. Also im Gesicht überhaupt nicht. Verwende ich auch keine mechanischen Peelings mehr, seitdem ich halt weiß, dass das nicht so gut ist und ich halt mich mehr so Richtung Enzympeelings und chemischen Peelings orientiere. Wo es aber bei mir sein muss, wo ich das einfach viel, viel lieber verwende, ist am Körper. Und da hat Dalton ja dieses Spa Deluxe in Ingwer Meersalz Peeling. Das ist das Spa Peeling überhaupt. Ich mag es richtig, richtig gerne. Und das ist ein absolutes Staple. Tolles, großartiges Produkt. Und ich freue mich sehr, dass ich hier auch noch ein Backup von habe. Wird nämlich dann auch sehr bald verwendet werden, weil da auch ein Öl noch mit bei ist, was die Haut auch gleichzeitig pflegt und so. Ne? Und da sind diese mechanischen Peeling-Partikel eben durch das Salz, welches sich dann ja auch letztendlich durch das Wasser auch auflöst. Also da bleibt kein Mikroplastik oder sonst irgendwas zurück. Mikropartikel hat man nämlich leider auch recht häufig in diesen mechanischen Peelings. Und ja, für den Körper, wie gesagt, verwende ich gerne mechanische Peelings. Da mag ich dieses Schrubbern und Rubbeln und so. Aber im Gesicht mag ich das nicht. Da bin ich dann lieber bei der Kategorie 2 aktuell unterwegs. Und zwar sind das die Enzympeelings. Enzympeelings bekommt man, wenn man das halt so kauft, meist so in Pulverform. Da haben wir von Dalton zum Beispiel das Comfort Clean Soft Skin Effect Enzympeeling. Da haben wir 8 Sachets drin, ne, die du halt jeweils zweimal verwenden kannst. Und ja, also das ist ein Pulver, was man halt mit Wasser aktiviert. Ne? Das macht man sich dann halt in die Hand. Also das sind ja diese kleinen Beutelchen und dann machst du dir die Hälfte oder ein Drittel davon einfach in die Handinnenfläche, machst ein bisschen warmes Wasser dazu und dann gibst du das auf das Gesicht. Und du merkst es auch, dass es ein bisschen wärmer wird tatsächlich, weil die Enzyme arbeiten. Die sind jetzt nicht so, dass sie schrubbern, also dass du quasi durch Reibung das Ganze in die Haut einarbeiten müsstest oder dass sie richtig krass in die Haut eindringen, wie das bei den chemischen Peelings der Fall ist, sondern die arbeiten wie so eine Art Schere, so wurde uns das erklärt. Das hatte Vanessa uns nämlich in so einem total niedlichen Zoom-Call erzählt. Wie so eine Schere, die zwischen die Haut und die abgestorbenen Hautschichten gleitet und die schneidet dann so die abgestorbenen Hautschüppchen ab und dann lösen die sich von alleine, wenn man das Ganze nochmal mit Wasser halt einfach abwäscht. Und danach hast du halt nicht so diesen mega krassen Effekt, dass du halt zum Beispiel bei einem mechanischen Peeling merkst du direkt, das Gesicht ist krass durchblutet und alles fühlt sich irgendwie, ne, richtig krass an und so. Bei einem chemischen Peeling hast du auch direkt diese Tiefenwirkung und dieses richtig intensive Gefühl. Nee, da arbeitet das Enzympeeling eher sanft mit der Haut zusammen, was dann ja auch dafür spricht, dass es halt eher für sensible Haut geeignet ist, die ich habe. Und dementsprechend ist es halt ein Produkt, was für sensible Hauttypen und auch für trockene Hauttypen sehr gut geeignet ist. Moin, ich bin Claudi, ich habe sensible, trockene Haut. Dementsprechend ist es natürlich auch ein Produkt, was dann halt eher so als Einsteiger-Peeling zu sehen ist. Und ja, man kann es tatsächlich auch in der Schwangerschaft verwenden. Das ist halt auch nochmal so eine Sache, die mir persönlich natürlich auch sehr wichtig ist, das mit auf den Weg zu geben, weil
ich sehr schwanger bin. Also ich habe noch einen Monat, dann wird Mr. Bauchi das Licht der Welt erblicken wollen. Und ja, genau, dementsprechend ist es so, dass ich super gerne dann auch in der Schwangerschaft halt das Enzympeeling verwendet habe und es auch weiterhin in der Stillzeit verwenden werde. Ein sehr angenehmes, sanftes Peeling, wo man einfach ein bisschen Geduld aufbringen muss, weil das halt ja mit der sehr sensiblen Haut dann vorsichtig agiert, ne? Das ist sanft, aber dafür trotzdem effizient. Also bei mir macht es halt auch wirklich eine schöne Hautbildverfeinerung und ja, ihr seht es ja auch, es funktioniert echt gut. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass du dir die jeweiligen Produkte, also die Peelings, ne, wenn die Haut entsprechend dran gewöhnt ist, in Form eines Serums sogar aufs Gesicht geben kannst. Das heißt, dass das Produkt sogar auf dem Gesicht verbleibt und du es nicht abwaschen musst. Bei den Enzympeelings gibt es zum Beispiel hier von Dalton das Soft Skin Effect Enzym Serum. Da bin ich ehrlich mit euch, das habe ich gerade erst von Denise zugeschickt bekommen, weil ich in dem Videocall gesagt habe, wusste ich gar nicht, dass ihr das als Serum habt. Ja, hat sie gesagt, dann schicke ich dir das mal zu. Das werde ich euch dann demnächst mal reviewen, aber ich wollte das einfach in diesem Zusammenhang einfach mal noch mit euch zeigen, dass ihr halt Bescheid wisst, ne? Dalton hat sowas im Sortiment und wenn man möchte, kann man sich das auch gerne einfach mal anschauen. Ja, und die dritte Version eines Peelings ist das chemische Peeling und das ist natürlich eine sehr tiefenwirksame Wirkungsgeschichte. Das heißt, es dringt richtig tief auch in die Haut ein und wirkt dort, je nachdem wie lange man das ja auch einwirken lässt, müsste es, wenn man noch nicht so ganz dran gewöhnt ist, definitiv auch abwaschen oder je nachdem, wie sensibel man so unterwegs ist, ne? Das ist immer verbunden mit einer gewissen Eingewöhnungszeit und natürlich auch mit der Einwirkzeit des Produktes an sich. Das Ganze wirkt so, dass du die Hautzellerneuerung oder Hautzellneubildung anregst und wir kennen die Produkte ja unter diesen AHA, BHA und PHA Abkürzungen. Bei den Produkten steht auch immer drauf zum einen der Säureanteil, der prozentuale Anteil von AHA-Säure zum Beispiel und was auch sehr wichtig ist, das hat Dalton jetzt hier auch mit drauf gedruckt, der pH-Wert des Produktes an sich. Kommen wir mal wieder ein bisschen zurück zu unserem damaligen gehassten Chemieunterricht. Deswegen, ich habe es gehasst, deswegen habe ich es mir aufgeschrieben. Der pH-Wert der Haut ist ja normalerweise 5,5. Ne? Also das ist ja so ungefähr unser pH-Wert. Und hier müssen wir uns halt einfach daran erinnern, dass ein pH-Wert von 0 bedeuten würde, dass es super sauer ist, also ein sehr scharfes Produkt. Und 7 wäre neutral und 14 wäre so... alkalisch nennt sich das, ist dann zum Beispiel die Natronlauge. Ich weiß gar nicht, was bei 0 war das auch irgendwie so eine Salzsäure oder sowas ganz, ganz krasses, was dir halt wirklich alles wegätzt. Und genau, das darf man halt nicht außer, ach, lass meine Spickzettel, nein! Also eigentlich sind die Säurepeelings für jeden Hauttypen geeignet, es sei denn, man hat eine super sensible Haut oder man ist zum Beispiel schwanger. Dann sollte man auf Säurepeelings verzichten, weil ja die Haut dazu krass mit reagieren kann. Ne? Hier ist halt auch immer wichtig bei Säurepeelings, dass du grundsätzlich, wenn du das anwendest oder während der Anwendungszeiten, einen schönen, dicken, fetten Lichtschutzfaktor dir drauf packst. Und das sind halt eher so Produkte für die etwas kältere Jahreszeit dann geeignet. Ne? Denn sonst musst du dir wirklich einen sehr, sehr dicken Lichtschutzfaktor draufpacken. Und es empfiehlt sich natürlich, solche Produkte eher abends anzuwenden. Jetzt kommen wir endlich mal zum Eingemachten und zwar zu den drei Neuheiten, die Dalton im Sortiment hat. Alles ist natürlich in der Infobox verlinkt, alles, was ich euch zeige. Die drei Produkte, die jetzt kommen, sind die drei Neuheiten. Wir haben hier zuallererst das PHA Peeling Exfoliating Care Soft and Pure Peeling Exfoliating Exfoliant, genau. 50 ml sind hier drin. PHA ist so diese Einstiegsgeschichte, ne? Weil das ist eine relativ sanfte Geschichte, also es ist ein sanftes chemisches Peeling, was man quasi, wenn man sich schon sehr an das Enzympeeling gewöhnt hat und sagt, ach, ich möchte ein bisschen mehr, sollte man auf das PHA-Peeling zurückgreifen. Ja, wir haben hier 50 ml drin und ja, alle Peelings, alle Säurepeelings sind natürlich, oder alle chemischen Peelings mit Anti-Aging-Effekt, weil sie natürlich die Zellerneuerung anregen. Das PHA-Peeling ist vor allem für sensible und trockene Haut geeignet, weil sie gleichzeitig auch noch feuchtigkeitsspendende Eigenschaften hat und auch für kuperose Haut geeignet, weil wir hier auch eine gewisse Hydratisierung mit dabei haben und hiermit auch Rötungen so minimiert werden. Ne? Und kuperose ist ja das, was du quasi so vielleicht mal gesehen hast bei Menschen, die so sichtbare Äderchen haben. So ein ganz kleines bisschen Kuperose habe ich auch. Das ist auch bei mir sichtbar. Da muss man dann immer ein bisschen aufpassen. Bei diesen drei Neuheiten haben wir immer diese Kombinationsgeschichte, dass du entweder AHA, BHA oder PHA hast. Also quasi diese
den chemischen Peeling-Wirkstoff plus Meeresmineralien, weil herzlich willkommen, Dalton ist marine Kosmetik und ja, das Leben kommt aus dem Meer. Du bist Leben, ich bin Leben und das Leben ist aus dem Meer entstanden, dadurch, dass irgendwelche Zellen sich in irgendwelcher verrückten Art und Weise zusammengefunden haben und dann immer mehr Leben dadurch entstanden ist und dann sind auch Menschen daraus entstanden, also jetzt nicht aus dem Meer rausgehüpft, aber ihr wisst, was ich meine, auch da Biounterricht, ganz verrückte Geschichte oder ihr spielt einfach Spore. auf jeden Fall, ja, genau, haben wir da die Meeresmineralien und dann halt noch einen entsprechenden marinen Wirkstoff mit dabei. Das ist bei dem pH-Peeling Braunalge und Seekamille. Ja, und die sehen halt alle relativ entspannt aus, ne? Erinnert mich sehr an die Sensitive Care Cream, die ich aktuell auch in Anwendung habe. Und so schaut es aus und auch dieses Produkt würde in diese Sensitive-Reihe reinfallen. Als nächstes habe ich hier für die unreine Haut Exfoliant Care Clear Skin Peeling Exfoliant mit 2% BHA und 75 ml, das BHA Peeling. Und das ist unser klärender Freund. Also der ist halt super geeignet, das Peeling ist geeignet für unreine Haut. Und da man es tatsächlich auch auf dem Rücken anwenden kann, haben wir hier eine extra große Verpackung, was ich richtig gut finde. Es ist halt eine SOS-Hilfe, würde ich das tatsächlich anwenden, ne? Also man kann es natürlich auch zur Vorbeugung nehmen, weil es ja auch Unreinheiten vorbeugt, wenn man es halt regelmäßig anwendet. Gleichzeitig wirkt es dann natürlich auch porenverfeinernd und hautbildverfeinernd. Und ja, also für mich ein Produkt, worüber ich mich halt sehr, sehr freue. Jetzt gerade Schwangerschaft, Stillzeit leider nicht, aber danach wieder. Und das wird halt super schnell dann funktionieren, damit die Haut geklärt wird. Dann haben wir auch noch Spirulina hier als marinen Wirkstoff mit dabei und die ganze Geschichte wirkt natürlich auch entzündungshemmend, was 1A ist, wenn man halt auch darüber nachdenkt, dass man das Produkt anwendet, wenn man selbstverständlich unreine Haut hat, die dann ja auch gegebenenfalls die ein oder andere Entzündung mit sich trägt. Also nicht nur diese nicht ganz so netten Pickelchen und Unreinheiten, sondern tatsächlich auch Entzündung. Und dementsprechend ja, freue ich mich drauf, dass auch das BHA-Peeling nun bei mir im Backup eingezogen ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass mein Freund es vielleicht demnächst anwenden wird. Ja, genau. Ich kann ja noch nicht. Ich muss noch etwas warten, aber ich glaube, das kriege ich mit dem Enzympeeling ganz gut überbrückt. Aller guten Dinge sind drei. Da hat Dalton sich natürlich gedacht, okay, wir haben zwar schon AHA-Peeling bei uns im Sortiment, aber wir wollen das Ganze einfach mal etwas mehr verbessern. Und da ist dann dieses Produkt entstanden, Exfoliant Care, Mensch, Intense and Pure Peeling mit 20% AHA, pH-Wert ist 3,6 bis 3,8, hier sind 50 ml drin enthalten und AHA ist dafür bekannt, also ja, Fruchtsäure, ne, dass man es als Anti-Aging-Produkt nehmen kann, denn das macht halt so eine richtig schöne, ja, es regt die Kollagensynthese und die Elastinsynthese an, weil ich glaube, ab 21 ist es so, dass unsere Haut nicht mehr so viel Kollagen und Elastin produzieren kann, wie sie es bis dahin konnte. Dann fängt die Haut an, so langsam zu altern. Und ja, ich bin 33, ich habe schon die ein oder andere Falte, wenn ich, ich habe hier einen Mascara-Fleck übrigens, herzlichen Glückwunsch. Wenn ich zum Beispiel Thumbnails mache, dann sehe ich das richtig, dass ich so, ich mag sie, ne, meine Augenfältchen halt. Sie sind halt da, was soll ich sagen. Damit man da halt so ein bisschen auch gegenwirken kann, gibt es halt die Fruchtsäure. Genau, die haben wir dann in diesem wunderschönen Produkt und das ist unser Anti-Aging-Wirkstoff, also für uns, den wir bei Dalton kaufen können. Bei diesem AHA-Peeling haben wir tatsächlich zwei sehr sanfte Wirkstoffe drin enthalten. Das ist einmal die Glykolsäure, die sehr sanft die abgestorbenen Hautzellen ablöst und so halt bei der Hautzellenerneuerung hilft. Dann haben wir drin die Milchsäure und die ist für die Hydratisierung der Haut zuständig und regt dann halt die Kollagen- und Elastinsynthese an. Ja, und die Kombi von beiden bewirkt halt in dem Sinne, dass das Hautbild einfach beruhigter wird, ne? Pigmentflecken werden abgeschwächt, Pickelmale werden reduziert, also in dem Sinne, dass es halt, dass sie auch so ausgeblichen werden und ja, die Faltentiefe wird halt auch in dem Sinne reduziert, also es beugt Fältchen vor und macht unsere Haut einfach ein bisschen praller. Und hier haben wir die Grünalge drin enthalten und ja, ein wundervolles Anti-Aging-Produkt. Ich freue mich sehr, 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 sehr drauf. Natürlich verwendest du diese ganzen Peelings nicht jeden Tag, ne? Das steht auch immer drauf. So ein bis dreimal pro Woche verwendest du überhaupt nur chemische Peelings. Also, schreib mir gerne mal in die Kommentare, welches Peeling generell ihr so verwendet.
Das sind jetzt die drei neuen, die es hier so gibt. Ne? Zu welchen ihr euch am meisten hingezogen fühlen würdet von den dreien? Das würde mich nämlich tatsächlich einfach mal interessieren. Das ist auch die Frage gewesen, die Dalton uns dann gestellt hatte, als wir unseren Zoom-Call hatten. Ziemlich viele Informationen. Ich weiß, es war jetzt mal wieder ein relativ technisches Video hier, aber ab und an finde ich das auch mal ganz cool und gebe euch da auch gerne einfach mal die Informationen weiter, die ich so zugetragen bekomme, denn ich werde häufig nachgefragt. Ich bin zwar selber keine Hautpflege-Expertin, aber ich arbeite mit Experten zusammen. Und wenn ihr Fragen habt, stellt die super gerne in den Kommentaren, sodass ich die an Dalton weitergeben kann. Vielleicht ist es sogar so, dass ich dann sowohl unter diesem Video dann diese Fragen nehmen werde, als auch die Fragen auf Instagram, da werde ich einen Fragensticker auch in die Story packen, dass ich das mit in den Blog mit einbinden werde, um dort halt die Dalton-Mitarbeiterinnen einfach mal zu fragen, was euch so interessiert. Wie fändet ihr das? Ich glaube, das wäre ganz cool, oder? Ja, genau, so mag wie dat. Natürlich, ich bin jetzt nur an diesem Tag, wo das Video online kommt, ne? Dort vor Ort und kann das dann entsprechend auch mit in den Vlog mit einbinden. Ansonsten werde ich eure Fragen natürlich weitergeben, wenn sie halt später kommen. Oder ihr stellt sie natürlich direkt an Dalton. Wie gesagt, da gibt es die Möglichkeit mit dem Produktfinder halt die Menschen auch direkt zu kontaktieren. Da gibt es ja auch einen Videochat und einen Bot und so weiter. Ne? Also Dalton Service ist wirklich 1A, kann man nicht anders sagen. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und was für ein Peeling soll ich verwenden Video. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Haul-Videos oder so. Mal gucken. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!